Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Energiepreise dramatisch verteuert. Menschen mit geringem Einkommen leiden besonders darunter. Für viele Haushalte in München sind die Mehrkosten so einfach nicht zu stemmen. Deshalb haben die Stadtwerke München den Wärmefonds ins Leben gerufen und mit 20 Millionen Euro ausgestattet. Die Landeshauptstadt München sorgt für die organisatorische Umsetzung des Projekts. Der Wärmefonds ist eine Spende der Stadtwerke München in Zusammenarbeit mit der Stadt München, die sozusagen organisatorisch unterstützt und sozusagen mit Hilfe der Wohlfahrtsverbände in München den Wärmefonds so aufgestellt hat, dass eine Antragstellung möglich ist und die Gelder auch an die Einwohner verteilt werden können. Das städtische Sozialreferat und die Münchner Wohlfahrtsverbände stellen seit dem 16. Januar verschiedene Standorte bereit, an denen Anträge gestellt werden können. Personen, die einen Antrag auf den Wärmefonds stellen können, sind zum einen Studierende mit BAföG, Personen, die Kinderzuschlag erhalten, Personen, die einen grauen Münchenpass haben oder auch Personen, die einen Wohngeldbescheid haben oder schon besitzen. Und alle anderen Personengruppen sozusagen prüfen wir nochmal quasi Variante 2 wäre dann Personen, die unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Die Beantragung ist so einfach wie möglich gestaltet. Zur Bewilligung des Antrags braucht es Einkommensnachweise und Kontoauszüge, außerdem einen Personalausweis und den Erstwohnsitz in München. Hinsichtlich der Heizungsart gibt es keine Beschränkungen. Wir hatten schon Fälle von Pelletheizung, Ölheizung, Holzheizung und wir haben hier keine Beschränkungen. Schon knapp 10.700 Münchnerinnen und Münchner erhalten Geld aus dem Fonds. Insgesamt wurden bislang rund 4,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Mein Appell an alle Kinder, Enkelkinder, Verwandte, Freunde und Bekannte. Sollten Sie Menschen kennen, die sich in einer prekären Situation befinden und Gelder aus dem Wärmefonds benötigen können, können Sie dies mit einer Vertretungsvollmacht für diese tun. Doch mitunter sind die Heiz- und Stromkosten nicht die einzigen Probleme, vor denen die Antragstellenden stehen. Bei den Sprechstunden in der Zentrale der Stadtwerke München in Moosach kann man sich beraten lassen. Darüber hinaus können sich Interessierte auch an die Sozialbürgerhäuser sowie viele weitere Anlaufstellen der Wohlfahrtsverbände wenden. Eine Übersicht gibt es auf der Wärmefonds-Website und bei der Energieberatungshotline.